Schwerstarbeit, Raffinesse, Ehrgeiz. All dies steht für die 15 Millionen Menschen in Shanghai im fernen Osten. Und auch hier bei uns auf der Rennstrecke gilt das natürlich. Auf dem Fahrerfeld erwarten uns ca. 20.000 Pferdestärken, die nun beim großen Preis von China gestartet werden. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Natürlich werde ich auch heute nicht alleine kommentieren. Diese Ehre darf ich mit niemand anderem als mit Stefan Römer teilen. Wir zwei haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten über das Mittelfeld und den engen Kampf in eben diesem Mittelfeld. Warum glaubst du denn, Stefan, geht es da so eng zu? Ich denke, es liegt hauptsächlich an der Stabilität der Vorschriften. Denken wir mal nach, was es zum Ende der V8-Ära gab. 2012 hatten wir 7 Sieger in 7 Rennen. Wir sprachen damals von der Dominanz von Red Bull, doch da ging es selten um mehr als 2 oder 3 Zehntel einer Sekunde. Das aktuelle Schema gibt es jetzt seit ein paar Jahren, was sich um die Probleme der Beständigkeit kümmert. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Autos noch technischer als zuvor sind, also wird es immer etwas dauern, bis sich das Ganze legt. Wir wollten dich weiter vorne starten sehen. Zeig uns gleich beim Start, was du drauf hast. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Nico Rosberg macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Grosjean, Raikkonen, ein Haas und Vettel. Alonso, Ricciardo, Button und Rio Hayato. Verstappen, Bottas, Sergio Perez und Massa. Hülkenberg, Palmer, Pascal Wehrlein und Carlos Sainz Jr. Quert und Magnus. Markus Eriksson und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Von der Red Bull-Dominanz zurück zur Mercedes-Dominanz. Das sind eigentlich die 3 Jahre, die Mercedes gehört hat. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2016. Ja, warum hatte, wenn ihr das wahrscheinlich seht, ist schon der große Preis von Abu Dhabi rum. Das bedeutet, die Saison 2016 ist auch vorbei. Kleines Thema am Rand haben sie da eigentlich nur angeschnitten. V8-Ära, davor gab es noch die V10-Ära, die in meinen Augen die beste Ära war, die ich bisher verfolgt habe, solange ich die Formel 1 aktiv schaue. Wie dem auch sei, wir starten nur von Position 5 aus. Jo, die Position war ausgeschrieben, Position 2 im Qualifying. Die haben wir nicht erreicht, es war Mischmasch zum Schluss. Die Strecke wurde besser und ich wurde nicht schneller, also ich wurde nicht kontinuierlich schneller. Wir sollen eine Zweischrittstrategie fahren, am besten auf den Soft natürlich starten, dann nochmal auf den Soft wechseln und dann zum Schluss auf den Medium-Reifen. Interessante Strategie, man könnte das Ganze auch wieder umtauschen, hat ja einer gemeint, ich könnte das ja mal machen. Das würde ein bisschen mehr Spannung bieten. Ich habe es bei Korb gemacht in Ungarn, da hat es gerade so noch funktioniert. Ich wollte gerade sagen, da hat es funktioniert. Ne, da hat es gerade so funktioniert. So, wie viel Benzin nehmen wir mit? Da wir wahrscheinlich hier eh wieder die Hälfte Benzin sparen. Da ich aber angreifen will, nehme ich ein bisschen mehr Benzin mit, da wir ja in der Kraftstoffeffizienz noch nichts gemacht haben mehr. Wann habe ich das gemacht? Wann habe ich denn die Kraftstoffeffizienz mal erweitern lassen? Ich weiß es echt schon gar nicht mehr. Ein Thema kommt von Jonas Ross. Der hat geschrieben, welche Reifenregel ich besser finde. Dazu wahrscheinlich im Rennen mehr, vorausgesetzt ich komme dazu. Ich lasse das erstmal so, 14 und 31, die Medium, ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Das ist auf jeden Fall langsamer, weil wir da müssen wir einen Zwischensport einlegen auf den Superstop. Die Ziele in der Einführungsrunde. Jo, Ziele, Podium, mein Teamkollege startet direkt vor mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht für mich ist. Wir sind hier komplett im Ferrari-Sandwich. Die konnten eigentlich alle ihre Reifen selber wählen. Und ich sehe alle, die haben alle den Soft-Reifen. Sowohl der Mercedes Rosberg da hinten, als auch mein Teamkollege Grosjean. Raikkonen hat auch den Soft-Reifen. Und meine sind die einzigen Reifen, glaube ich, mit Raikkonen, die angefahren sind. Also da müssen wir uns strecken am Anfang. Auf jeden Fall, der Start wird entscheidend sein. Und dann natürlich wieder die Rennstrategie.
Aber Podium halte ich durchaus für möglich. Mal schauen, vielleicht kann auch Grosjean die beiden Mercedes attackieren. Der natürlich ist auch mit Bild das beste Auto im gesamten Feld. Der Teamkollege, naja, der könnte der heiße Kandidat werden. In der Fahrer-WM sieht es auch sehr spannend aus. Daniel Ricciardo führt ja momentan vor Sebastian Vettel. Also Ricciardo, der ist ja auch nicht weiter vorne, der ist auch weiter hinten. Ich glaube, der ist auf der 7. Und Max Verstappen auf der 11. Also durchaus sind da Verschiebungen möglich in der Fahrer-WM. Aber wir sind noch nicht relativ am Anfang des Rennens. Wir können auch hier die Führung übernehmen. Schon übernehmen, möchte ich dazu merken. Nach dem dritten Rennen hätte ich damit eigentlich, oder habe ich damit nicht erwartet. Mal schauen, was die Mercedes da vorne reißen können. Können sie sich direkt absetzen oder nicht? Wird entscheidend sein. Und mein Ziel ist eigentlich, versuchen gleich Position 3 zu bekommen. Dann versuchen, das Tempo mitzugehen von den beiden. Meinte, das mache ich hier schon Zickzack fahren. Nein, mache ich nicht. Dann versuchen, das Tempo der beiden Mercedes mitzugehen. Das ist mein Plan. Und vielleicht sogar einen der beiden Mercedes am Ende dieser langen Geraden hier schon attackieren. Am Anfang des Rennens bin ich der Schnellste. Oder da kann ich noch mitgehen. Je länger das Rennen dauert, umso schwieriger wird es für mich. Das fällt mir bei 50% Rennen doch ein bisschen einfacher als bei einem 100% Rennen, siehe Korb. So, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß und viel Vergnügen bei dem großen Preis von China. Und ich wünsche mir selber viel Glück. Hier sage ich gerne absolut gar nichts, weil das baut Spannung und Atmosphäre auf. Code muss das echt gut hinbekommen. Die Einführungsrunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mal in die Kommentare bei der Einführungsrunde. Würde mich mal gerne interessieren. Ist das für euch auch so? Jetzt gleich baut Spannung auf. Gleich kommt die erste Kurve. Also ich als Fahrer auf jeden Fall. Also ich spüre das. So. So, wie viel Drehzahl ist die Frage? Ich würde mal sagen, das war ein exzellenter Start von mir. Jo, und ich mache hier den Verstappen in der Kurve 1. Super! Und das war der Verstappen. Oder war das der Vettel? Auf jeden Fall kann ich mich... Ich kann mich nach vorne setzen. Aber wieder mal den Frontflügel angedotzt bei Hamilton. Ich habe heute die fette Kurve ein bisschen schneller. War nicht so. Steff sagt noch keine Strategieänderung. Aber mit den Flügeln brauche ich eigentlich nicht weiterfahren. Als wenn Chef gar nicht da wäre. Ah. Wir waren wahrscheinlich am Überlegen. Wir waren am Überlegen. Schade. Wollte ich da zu viel in Kurve 1 schon? Kann durchaus sein. Hamilton, lassen wir mal vorbei. Hamilton auf den Super Soft, okay? Ja, die Strategie hätte ich auch so angenommen. Dass wir jetzt quasi auf den Super Soft fahren. Obwohl, ich könnte auch auf den Medium fahren. So, Teamkollege lassen wir auch mal vorbei. Den Vettel. Den halte ich so ein bisschen auf. Ja, so richtig blöd wieder gelaufen. Kurve 1, aber das ist Simulationsstand, das gehört dazu. Aber wieder ein Fahrfehler. Wieder ein sinnloser Fahrfehler. Weil der Skat war so gut. Der war so gut. Und dann verkacke ich es einfach nur. Hamilton kann aber den Vorteil seiner Super Soft sich ausnutzen. Alter Schwede, was ist denn hier los? Gut, das kann jetzt auch den Flügel bedingt gewesen sein. Ja, jetzt muss ich einen Boxenstopp mehr machen. Holla die Waldfee. Wie in Australien. Wie in Australien. Ich glaube, ich muss von der ersten Reihe starten, dann passiert das nicht. Die sind aber frisch, die Super Soft. Das heißt, die kann ich jetzt ausreizen. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen Reifen sparen. Also ich mache jetzt die 3-Schritt-Strategie. Oh, die sind natürlich frisch. Und wieder vorne links 1%. Okay. Das hatten wir schon mal im Qualifying. So. Gut, letzter... Das Rennen ist aber noch nicht gelaufen.
Ich sag nur Safety Car, das reicht schon wieder. Dann haben wir hier in Australien reloaded. Aber man sieht einfach mal, wie schnell der Flügel kaputt gehen kann, wenn ich nur den Konkurrenten berühre auf Simulationsschaden. Ich glaube nicht, dass der Hamilton nach rein schießt. Der Bratte lässt mir ein bisschen mehr Platz. War vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch. Ich hätte natürlich auch auf den Medium-Reifen gehen können, klar. Wäre auch eine Alternative gewesen. Weil nicht nur mit den Superstoff kann ich versuchen, die Zeiten oder das schnellste Rennrunde hinzuknallen. 39,39,4 von Grosjean. Gut, Max Verstappen ist immer noch mein Ziel. Wie schon im Qualifying, ich habe Probleme mit dem Bremsen. Ich habe wieder Probleme mit dem Bremspunkten. Bremsprobleme habe ich nicht. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich 4% pro Runde, okay. 4%, ja. Ich versuche den Reifen jetzt ein bisschen zu schonen. Und trotzdem auch den Motor. Kompromiss finden. Weil der Reifen muss natürlich auch ein bisschen was halten. Der darf nicht sofort kaputt gehen. Also wenn ich gleich 8% habe, bin ich damit völlig zufrieden. Und dann können wir damit so 12, 13, 14 Runden pushen mit. Ja, schade. Das Regen wäre jetzt auch nice. So, Regen in 15 Minuten. Hamilton 39,3 fährt der. Und der ist sogar auch in Führung gegangen. Die beiden Ferraris müssen schon abreißen lassen. Wieder zu spät. Ich muss dabei fast 150 Meter bremsen. Ich muss mir das, glaube ich, angewöhnen. Als 38,7. Ich glaube, das war ein 16. schneller. Scardos Teamkollege. Thomas ist auf P3. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 26,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,30,7. Ich bin eine Sekunde schneller gefahren. Fahrer vor mir. Ich will auf Fetch gehen. Aber jetzt kostet was Ganzen. What? Scardos Konkurrent. Okay. Nur 17 Sekunden auf Verstappen. Hamilton kann natürlich vorne die Pace bestimmen. Das ist ein großer Vorteil. So, hier habe ich auch mindestens 15. vorhin liegen lassen. Boah, viel zu weit raus. Viel zu weit raus. Sekunden. Wenn ich pro Runde eine halbe Sekunde schneller fahre als ihn, dann bin ich dran. Am Ende des Rennens. Ich versuche hier gerade den Kompromiss einfach nur zu finden. Zwischen volles Rohr Attacke. Weil ja, da vorne sind die ja schon. Alter, ich hole ja wirklich 5 Sekunden pro Runde auf.
Okay, das ist heftig und das auf Ultimate wohlgemerkt. Das ist ein Riesenunterschied. 16% sind mehr als 4% pro Runde. Das heißt, ich kann ja keine Reifen sparen. Vielleicht ist meine gesamte Rennpace einfach schneller. Hamilton jetzt über Skat-Ziel. Grosjean auf der 2 und Rosberg wohl auf der 3. Der kann die vielleicht sogar ein bisschen unter Druck setzen. Würde mir alles nur in die Karten spielen. Die Supersoft halten doch überraschend gut. Rennstrategie. Ne, no. Ein absolutes No-Go für mich, 5 Runden. In 5 Runden, 5x5 sind 35. Da habe ich die nicht ausgereizt. Bis 60% ist ausgereizt. Und da muss ich rein. So, besten auf der langen Geraden. Am besten alle 3. Oder am besten alle 5. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch bestimmt später bremsen als NASA in der Kurve. Gucken, welcher Motor hier der stärkere ist. Magnus ist auf Medium. Hat ein bisschen mehr nachgegeben. Kurve 1 immer eine Schwachstelle der KI. Tja, ja gut, der fährt auch auf dem Medium, der Palmer. Und ich mit meinem Super Soft mit dem deutlich stärkeren Auto in der Kurve eiskalt überholt. Fahrer vor mir. Okay. Gerade das Teamkollege. Roman derzeit auf B2. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 22,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,40. Der fährt schon 40er Zeiten. Das bin ich ja vorhin nicht mal gefahren. Okay. Das macht mir gerade Angst. Ich frage mich gerade, ob ich auf Ultimate hier fahre. Eine komische Frage, oder? Die man sich stellt mittlerweile. Weil Hammond kann auch nicht mehr zulegen. Button, Wehrlein jetzt gleich vor mir. Wir haben derzeit Benzinüberschuss. 38,5 fahre ich. Boah. Wohlgemerkt ohne Verkehr. Ja, lecco mio. In der Kurve. Was ich da jetzt aufgeholt habe. Ja, leckt mich am Arsch. Das kannst du nur machen, wenn du das deutlich bessere Auto hast. So ein Manöver. So, Wehrlein, der nächste.
Und gegen Manu haben wir uns letzte Saison noch duelliert. Erinnert ihr euch noch? Ich habe es eigentlich an einer Kurve versucht, wo man es eigentlich nicht versuchen sollte. Da war eine Radberührung. Wandberührung, nicht Radberührung. Rad an Radberührung. Mein Auto ist gerade natürlich aber quer. Von daher war es kein Fort, das hat mir Zeit gekostet. Fahrer vor mir. Genau deswegen wollte ich nicht einlenken. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Ich auch. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich konnte es jetzt nicht in der Boxengasse aufrufen, was die von mir wollten. Okay. Wahrscheinlich wegen dem Wehrlein, der steht eigentlich auch gefährlich da. Los, los, los! Darum ist das Feld dann wieder gleich zusammen. Oh, das könnte mir jetzt wieder richtig in die Karte spielen. Also, es war nicht jetzt mein Auslöser. Warum habe ich nicht eingelenkt? Aus dem ganz einfachen Grund, ich wusste nicht, wo der Wehrlein war. Und ich wusste nicht, ob der jetzt ausweichen wollte auf mich. Und dann war der Button da. Du darfst das Safety Car überholen. Es wartet auf den Führenden. So. Das wäre ein Thumbnail wert, wo ich das Safety Car überhole. Warum fahre ich jetzt das Auto eigentlich am Limit? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich will rankommen. Weil das könnte jetzt die entscheidende Schlüsselstelle gewesen sein für mich. Alter, man wird hier quasi... Ja, das Spiel bestraft mich gar nicht dafür. Für den Fehler in Runde 1. Mal schauen, wer draußen bleibt und wer reinfährt. Da, jetzt habe ich den Button wieder vor mir. Den ganzen Chaos-Trupp habe ich wieder vor mir. Die Führenden fahren rein. Jekomio, warum bleibt denn bei Button der Reifen so lange stehen? Hab ich dich unter Druck gesetzt, Teamkollege an der Box? Jungs und Mädels hier, gib doch Gas! Oh, diese Gäste sind sich nicht alle einig, wer reinkommt und wer nicht. Da vorne kam mein Teamkollege. Ich war vorne. Da war gerade die Linie. Alter Schwede! Was ist das schon wieder für ein Rennen, ey? Wer führt denn gerade? Skatus Konkurrent. Max ist momentan auf P4. Der Unterschied beträgt 3,7 Sekunden. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Wo ist Hamilton? Wo ist Rosberg? 2 Minuten 18,1. Okay. Ich habe gerade gar keinen Überblick mehr. Ich sehe nur meinen Teamkollegen auf Medium hinter mir. Den habe ich gerade so bekommen. Bin mal gespannt, ob die da vor mir jetzt auch abbiegen. Also die beiden Renaults zum Beispiel. So, wir sollen hinter Button bleiben. Kein Problem. Auf dem Meter habe ich bewusst gewechselt. Schauen, wie lange ich mit dem fahren kann. Wenn die Superstar 4% haben, werden die 2%, glaube ich, abbauen. So um den Dreh. Führender bin ich, glaube ich, nicht. Ich kann ja nie nach dem Hamilton fragen. Hamilton oder Rosberg, würde mich echt mal interessieren. Ob der Hamilton abgebogen ist. Aber der ist... Ich sehe ihn aber auch nirgendwo. Nee. Weil weit... Vorne kann er ja nicht sein. Gegen wen fahre ich? Das sind unsere heutigen Konkurrenten.
Okay, der biegt ab. Verstappen an der Box. Magnussen 6, Palmer 5. Die beiden sehe ich. Und dann hört es bei mir aber auch allerdings auf, wer nach vorne gerade fährt. Das ist schon wieder in Runde 11. Ja, welche Reifenriegel finde ich besser? Ich fand die alte besser. Klar, da vorne sehe ich ein Ferrari, ein Williams und ein Mercedes. Okay, ist die Frage, ein Ferrari, okay. Das wird nicht mal Raikön sein, der jetzt auf den Soft gestartet ist. Beim Rest tue ich mich schwer. Den Magnus muss ich eigentlich ja, auf der langen Zielgeraden bekommen. Und den Palmer muss ich in Kurve 1 bekommen. Und wer kommt dann? Da haben wir schon mal ein bisschen im Voraus, ein Toro Rosso. Den muss ich auch relativ früh bekommen. Ja gut, Magnus fährt nicht rein, der ist auf Medium unterwegs, klar. Würde ich auch nicht machen. Die haben gepokert am Anfang. Aber drittes Rennen und schon das zweite Mal ein Safety Car. Wegen Wehrlein. Mal gucken, ob der Safety Car schon reinkommt. Oder ob der noch draußen bleibt. Scardus Konkurrent. Also nicht. Das ist aber die Position immer noch nicht. Safety Car fährt noch eine Runde. Aber mich würde schon interessieren, welcher Mercedes das ist. Wenn es Hamilton ist, kann es mir nicht vorstellen. Ich denke mal, dass es Rosberg ist. Keiner fährt rein. Raikön auf der 1 auf Soft. Das habe ich mir fast gedacht. Radikal die runterbremsen. Für die Kurve. Gut, das ist das Safety Car. Das kann in den Kurven einfach nicht schnell fahren. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Also Grosjean auch auf dem Medium. Der wird dann auch, glaube ich, zum Schluss in Wäldern vielleicht sogar nochmal Medium fahren. Oder so wie ich auf den Soft. Versuchen das Rennen zu beenden. Zum Beispiel, warum bremsen wir hier? Wahrscheinlich wegen der Kurve da hinten. Es ist extrem gewöhnungsbedürftig, finde ich, es mal hinter dem Safety Car zu fahren. Und dann musst du gleich wieder den Hebel umlegen und Vollgas fahren. Zum Beispiel hier geben wir alle Gas wieder. Jetzt bremsen wir gleich wieder volle Pulle. So, Safety Car bitte diese Runde rein. Wir wollen mal wieder langsam auf Renngeschwindigkeit kommen. Ich war schon zweimal drin, ne? Zweimal in der Box. Einmal wegen dem Safety Car. Und einmal wegen meinem Vornflügel. Geil. Alter, viel zu viel Benzin da mich. Viel zu viel. Gut. Man muss eigentlich nur auf der Karte gucken, wann das Safety Car abgebogen ist. So, wer fährt bewusst? Nee, das ist Hamilton auf der 3. Jetzt bin ich überfragt. Warum? Warum Hamilton auf der 3? Das ist ein strategischer Fehler. Jo, mach dich bereit. Wir fahren erstmal eine Kurve. Jo. Ganz schlecht genommen, die letzte Kurve. Den zweiten kriege ich auch noch. Okay. Wow!
Was macht der Palmer da? Warum sticht der denn da noch rein? Der fährt gar nicht gegen mich, Junge! Unser Abstand zum Hintermann beträgt 0,6 Sekunden. Das ist immer noch Magnussen. Das heißt, ich kann mich von meinem Teamkollegen vielleicht ein bisschen absetzen. Ich muss überlegen, habe ich noch einen frischen Supersoft eigentlich? Wo habe ich den verbraten im Qualifying? Ne, ich müsste noch einen haben, den aus Q1. Hamilton tut sich auch schwer. Sainz auf alten Softreifen unterwegs. ADS gibt's noch nicht. Kimi bleibt in Führung. Massa auf der 3 jetzt. Hamilton 2. Hamilton hat offenbar einen geringen Reifenverschleiß. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,2 Sekunden. Die haben beide alte Reifen drauf. Alle drei eigentlich vor mir. Die müssen alle nochmal rein. Alle. Das ist relativ bald eigentlich. Massa ist sehr langsam in den Kurven schon. Weil lieber bis auf die Gerade. Ja, da wird Massa keine Chance haben. Und Hamilton greift Räikkönen an. Vorbei an Massa. Hamilton führt wieder. Okay. Okay, Rosberg in Problem. Der ist wieder aktiviert worden. Fahrer vor mir. Räikkönen liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Du holst pro Runde eine Sekunde auf. Gute Leistung. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,40,5. Ich versuche noch einen Stop zu machen. Safety Car hat eigentlich nur mir richtig geholfen. Ich soll übrigens Vierter oder besser werden. Das war das Ziel vom Team. Massa, der muss abreißen lassen. Und Grosjean sehe ich auch nicht mehr hinter mir. Okay, der vordere linke baut am meisten ab. Wieder mal. Hamilton kann sich absetzen. Oder war der schon drin? Räikkönen biegt ab. Fahrer vor mir. Mit alten, alles klar. Was? Ne, glaube ich nicht. Das ist stark.
Die Rundenzeiten von Hamilton sind sehr stark. Der fällt auf alten Softs. Der war drin, okay. Habe ich jetzt erst realisiert, dass er auf Soft unterwegs ist. Das heißt, er war auch drin mit Grosjean. Das heißt, ich sollte versuchen, das Tempo mitzugehen. Also nicht groß verlieren. Okay, 2% baut der vordere linke ab. Rennstrategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Beim Boxenstopp fährst du, öffnet sich erst in 20 Runden. Ja klar, wir fahren so lange mit den Reifen, bis es geht. Oder so nach, oder so lange, bis Hamilton dann abgebogen ist. Ich habe eine Zehntel wieder wegradiert. Reifenpolitik und so ein bisschen das Auto ans Limit bewegen. Vettel auf der 3. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 6,3 Sekunden. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,2. Okay. 39,2, das heißt, sie sind wirklich alt. Diese 38 bin ich ja mit, auch mit den Supersoft gefahren. Das Gegenlenken kostet Reifen, ja. Das Gegenlenken in der Kurve. Also ich korrigiere da immer ganz leicht. Das weiß man nicht, ob man das sieht, aber ich merke das. Und will der Wagen leicht untersteuern. Eingang zu Fiege hochgeschaltet. Letzte Kurve hat sehr in sich hier. 2,8, das habe ich 13. verloren. Zweite Runde gegen Hamilton. Nach Bahrain folgt China. Und es ist wieder volle Konzentration vonnöten. Und das verlangt mir die Ultimate KI komplett ab. Da muss ich Kolmas erstmal lassen. Die fordert einem wirklich alles ab. Von der Strategie hin bis ans Limit fahren. Weil ich eigentlich so gesehen gegen Hamilton noch fahre. Oh, wieder extrem quer gestanden beim Ausbeschleunigen. Als wenn die da nicht mehr den nötigen Grip haben. Also der Hamilton ist ja mit Supersoft gestartet. Das konnte ich nicht fahren. Zwei Stops so gesehen. Meine Situation hat sich ein bisschen verändert. 3,0, wieder was verloren. Aber nur eine Zehntel. Grosjean vorbei an Vettel. Ich denke mal, Vettel ist abgebogen. Der wird, glaube ich, noch zweimal reinkommen. Ob er jetzt richtig pushen. Je nachdem, ob er im Verkehr rauskommt oder nicht.
Und das sind so viele Parameter durch diese Reifenregel, die man hier beachten muss. Also der Vettel kann auch noch von hinten kommen. Gerade das Teamkollege. Thomas ist auf P3. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 7,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,0. Alles klar, Chef. Danke für die Info. Ja, ich merke, dass der Hammett mir leicht davon zieht. Grün in vierten ist, glaube ich, das Geheimrezept hier für die Kurve. Warum fand ich die alten Reifenregel besser? Man hatte einfach den besseren Überblick und hierdurch ergeben sich zwar mehr strategische Möglichkeiten, aber ich finde, wir haben weniger Überholmanöver. Weil du fährst hier auf Teufel komm raus, du versuchst eigentlich immer mit den weißen Reifen das Rennen zu fahren, das hat deutlich Zeit gekostet. Und dass es mir das gebracht hat, das ist das Problem an dieser Reifenregel. Du versuchst, das war früher auch der Fall, natürlich mit dem Option, aber du hast nur eine Option gehabt. Okay, Abstand zum Teamkollegen, 7,0 Sekunden. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Es wird, der Soft-Reifen bei Codemasters ist immer der härteste, immer. Im besten Fall ist das der härteste, wenn wir mit Ultra-Soft und den Soft-Reifen fahren. Und dadurch... Zum Beispiel Monaco war es ja das beste Beispiel, da hast du eigentlich nur einen Einschnitt gebraucht, den Ultrasoft und den Supersoft. Der Soft war da aber wiederum überflüssig. Ja. Ich finde das sehr, sehr, ja, komplexe Geschichte, weil hier zum Beispiel fahre ich nur auf dem Medium, um ins Ziel zu kommen. Ja, das ist das Problem. War klar abgekürzt. Und meistens ist dieser eine Reifensatz der weiß eigentlich nur fürs Qualifying bestimmt. Und die zwei härtesten nimmt man, wenn man sie beide braucht, dann fürs Rennen. Und dann verzichtet man komplett auf den weißen. Also im Endeffekt fährst du dann auch wieder nur dein zwei Reifenrennen. Ja. Ist ja hier das gleiche. Ich starte hier mit dem Soft, weil ich mich so qualifiziert habe. Ja, und dann nehme ich die zwei härtesten Reifenmischungen und den Supersoft, den lasse ich längst liegen. So gesehen ist es eigentlich ein Qualifying-Reifen. Also ich fahre momentan mit Hammond die gleichen Rundenzeiten. Rennstrategie. In 16, du willst mich 25 Runden lang mit den Softreifen draußen lassen. Gewagt, ne? So würde ich das mal beschreiben. Das ist sogar sehr gewagt. Also die neue Reifenregel bringt ja so gesehen eigentlich nur einen Qualifying-Reifen. Ja, man kann natürlich jetzt sich aussuchen, welche Reifen man unbedingt mitnehmen möchte. Aber im Endeffekt läuft es im Rennen fast immer auf das Gleiche heraus. Und ich finde die Reifenregel auch ein bisschen undurchsichtig. Die ganz neue, die ist sehr undurchsichtig. Ja? Du hast zwar deine 13 Reifensätze, du musst aber nach dem Training schon 6 abgeben. Bleiben dir noch 7. 7 für das Qualifying und für das Rennen. Die 3 sind ja schon reserviert für das Rennen. Einer ist sogar noch reserviert für das Qualifying. Im Endeffekt bleiben dir quasi nur 3 Reifen, die du anders gestalten könntest als die Konkurrenz. Ich könnte ich deutlich später bremsen, ich merke das eigentlich. Nur ich tue es nicht. Wir brechen bei ihm die Reifen schon ein. Ich kann eigentlich auf Hamilton fahren, Fahrer hinter mir. Roman hinter dir, der Abstand zum Hintermann beträgt 7,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Wir vermuten, dass Sie noch einen Schritt.
Hamilton wird langsamer. Das ist ja auch so ein interessantes Phänomen. Der Medium wird nicht langsamer, der wird schneller. Der wird schneller von Runde zu Runde. Während der Super Soft und der Soft mit der Zeit abbauen. Das ist interessant. Deswegen, der Medium ist so ein bisschen, ja... Auf lange Sicht ist der Medium echt der Beste im Rennen hier. Aber nur auf lange Sicht. Nicht auf kurzer Sicht. Der Soft ist nämlich so ein Mittelding. Der Softreiber am Anfang hat mir auch nichts gebracht. Hat mir auch nichts gebracht, liegt der Safety Car. Oh, sehe ich auch, Chef. So, 30% ist ja manchmal die kritische Phase. Da will ich euch was sagen, wir fahren noch zweimal rein. So muss ich die Kurve fahren und nicht anders. 2,1. 2%, 15 Runden noch. Das ist Runde 38. Da mit dem Soft durchfahren, obwohl das könnte durchaus aufgehen. Aber so weit muss ich erstmal fahren. Nach China kommt ja Russland. Also ich hoffe, damit ist die Frage soweit es geht beantwortet. Die neue finde ich nicht besser, weil sie ist einfach sehr komplex. Sehr komplex und für Einsteiger echt nicht gut. Sage ich es mal so ausgedrückt. Da war die alte wesentlich einfacher zu handhaben. Du wusstest genau, so und so viel Reifen hast du noch für dein Rennen. Ich muss mit 3% kalkulieren, dann sind das nur noch 10 Runden. Dann sind das Runde 33. Wann bin ich reingekommen? Runde 9? Guck mal, wann Hamilton abbiegt. Dementsprechend muss ich dann eigentlich reagieren. Auf Grosjean hole ich auch noch ein paar Zehntel raus. Wir jagen Hamilton. Also ich muss mir merken, für Russland vorsichtiger beim Start. Das ist ganz wichtig. In Bahrain ging das ja deswegen gut, weil ich vorne gestartet bin. Da hatte ich die erste Kurve für mich selber. Aber es ging jetzt in Australien schief. Da war es nicht die erste Kurve. Aber hier war es die erste Kurve. Es darf nicht passieren. Damit schmeiße ich mir im besten Fall eigentlich das Rennen weg, wenn kein Safety Car kommt. Das Rennen ist dann eigentlich gelaufen. Aber man riecht seine Chance in dieser Kurve. Das ist leider wirklich so. Na, 36, okay, sind 2%. Es schwankt zwischen 2 bis 3%. Und der Supersoft hatte 4%. Ja, da wird der Soft 3% haben. Das heißt, Hamilton wird mit 20 Runden kommen. Schätze ich jetzt einfach mal. Das heißt, bis Runde 30 muss er fahren. Fahrer vor mir. Aber dann auf Medium. Eine Minute 39,8. Der fährt noch keine 40er Zeiten.
Wir haben 1,4 Runden. Also wenn ich in dem Rhythmus so weiterfahre, reicht das bis Rennende. Verwirbelte Luft, das spürt man so ein bisschen in dem Spiel. Und du spürst auch den Windschatten, der immer noch extrem enorm ist. Wenn es dann nach mir geht, 2%, okay. Ja. Zwei Prozent nur. Also ich hol wirklich auf Hamilton auf. Und falls euch was draufgefallen ist, auf einmal habe ich die Speed mit dem Medium. Das heißt, ich habe mich hier reingefuchst in das Spiel mittlerweile. Es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also die zweite Saison macht richtig Bock. Also ich nehme das dritte Rennen hier schon innerhalb von 6 Tagen auf. Also so wie das Spiel momentan ist, gefällt es mir echt am besten. Ich weiß auch nicht, Motorsport Manager ist das zweite Projekt, was mir momentan sau viel Spaß macht. Aber das sind momentan echt die zwei Spiele, die richtig Bock machen. Also hier muss ich echt sagen, Codemasters, hier könnt ihr auf ein sehr, sehr positives Fazit von mir erwarten. Am Ende, ja, am Ende, ich denke mal, nach der Saison machen wir ja, ein Zwischenfazit. Kann man ja dann schon eigentlich machen. Was ich jetzt nicht hoffe, ist, dass er mir in Runde 28 sagt, Bestleistung nicht mehr möglich wegen dem Motor. DRS habe ich bekomme ich, okay. Frage, sollen wir den überholen oder nicht? Das ist wieder so ein Taktikspiel. Fahrer hinter mir. Mir gerade gesagt. Du hast es aber wiederholt. Ich habe es mir nicht wahrgenommen, weil ich an Hamilton so fixiert war. Ich bin dran. Ich kann auch schneller als er. Ich muss ihn überholen. Ich habe das Gefühl, ich habe einen geringeren Reifenverschleiß mittlerweile als die Konkurrenz. Yo, Hamilton, schön hinten drauf gefahren. Das ist das, was die KI immer noch nicht kapiert. So, Rambo du, ich Rambo euch auch. Ja. Warum fährt ihr mir da hinten drauf? Ich bremse da deutlich früher, ich habe das gemerkt. So, Rambo er mir hinten drauf, dass ich die Kurve nicht so fahren kann. Rambo, nächste Kurve ich, ja. Ganz einfache Theorie, ja. Weil wenn er mich nicht berührt hätte, hätte er mich nicht bekommen. Gut, er stand natürlich auch quer, aber ich stand auch quer beim Anbremsen. Und dann war er neben mir, also... Man kann es jetzt so oder so auslegen, weil er es jetzt fair mit mich revanchiert. Ja, habe ich. Und das mit deutlicher Sprache, Junge. Ja, verstehe ich die KI dann teilweise nicht. Warum sie dann nicht auch
Ich muss mal schauen in Hamilton-Perspektive, ob der versucht zu bremsen, weil er merkt, ich bremse früher oder kann er gar nicht reagieren. Es wird auf Ultimate sehr aufgefallen, dass das ein Problem ist, wenn du da zu früh bremst. Obwohl du auf der Ideallinie bist, weil ich war ja schon vorbei. Ich glaube, ob ich mich jetzt deutlich absetzen kann. Wir haben gleich schon die Halbzeit. Wir haben gleich die Halbzeit schon gefahren. Okay. Hier bremse ich natürlich auch früher, weil ich das zuerst habe. Ich möchte mich ja nicht verbremsen. Und dann zieht der Hamilton eigentlich nach rechts rein. Dann gibt er mir aber so den Anschubser. Da bei der Revanche hätte ich mir auch mal wieder was abfahren können. Okay, der Hamilton fährt jetzt gerade rein. Gucken, wo der rauskommt. Doppelführung für Haas. Hatten wir schon mal in Malaysia. Da war unser Auto aber auch nicht auf dem Top-Niveau. Hat auch einer geschrieben. Vom Mittelfeldauto in einem Top-Auto, zum Top-Auto. Ja, das geht nicht mit den Upgrades. Da muss ich auch kurz mal echt ein Lob aussprechen. Das haben sie richtig gut hinbekommen. Echt, also ich bin beeindruckt von dem Spiel, echt. Ich weiß noch, am Anfang so sehr skeptisch, was man ja auch sein durfte bei Codemasters. Aber mittlerweile sage ich, ein schönes Spiel, macht richtig Bock. Macht auch Bock in der Liga, macht Bock im Koop, macht Bock. Es macht einfach nur Bock. Fahrer hinter mir. Zwei hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 9,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,9. Okay, 39,9, das merke ich mir mal. Mal schauen, was ich fahre. Am Anfang dritter Gang ist sogar besser. 39,5. Ricciardo auf Soft dahinter, der führt ja momentan die WM an. Also wenn der Safety Car nicht gekommen wäre, dann hätte ich auch noch zweimal Soft fahren können. Also den Medium hätte ich mir dann sparen können. Weil mit dem Soft konnte ich auch noch lange fahren. Weil der, den wir ja abgenommen haben, der war ja eigentlich unbenutzt. Obwohl 12%, ne. Nehme die Aussage zurück, der hatte schon was runter. Im Qualifying hat er schon was runter gehabt. Hamilton ist auf der 3. Hier ist Ricciardo abgebogen. Aber Hamilton auf dem Medium unterwegs. Damit muss er durchfahren. Rennstrategie. In 7. 2%, 7 mal 2 sind 14. Boah. Ich bin jetzt 21. Ich bin 21. Das wird ja von Hamilton auch eine Tortur werden. Am Ende des Rennens. Hülkenberg ist aus dem Rennen. Jo, kein Problem. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Das hilft mir sogar sehr. Das geht der Hülkenberg, ja, das geht nicht gerade gefährlich. Das ist ein virtuelles Safety Car, jo. Aber mehr auch nicht. Das muss ich mal so ein bisschen antrainieren, mal für die Profisaison.
So, wir fangen auch gleich an zu überrunden. Kann mich der Ericsson bitte vorbeilassen? Und ein bisschen Reim habe ich jetzt auch gespart dadurch. Gibt er mir die Endlinie? Danke! Ich glaube, die S hat er mir auch gegeben. Fahr rein hinter mir. Hätte mir nicht, okay. Ah, leicht verbremst. Skatus Konkurrent. Oh, das ist viel. Okay, er mit 24 Sekunden Rückstand. Hat der Hamilton. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn der Safety Car nicht gekommen wäre. Ich gebe es offen, ich zu, wie ich durch das Feld arbeiten müssen. Das wäre für euch auch unterhaltsamer gewesen. Also dieser Frontflügelschaden hat für euch mehr Unterhaltungswert, ja. Mich ärgert der einfach nur, klar. Aber so, so ist das Rennen in meinen Augen spannender. Und groß geärgert habe ich mich auch nicht drüber. Ich hab's hingenommen, man lernt aus seinen Fehlern nur. Das ist immer das Wichtigste, man lernt nur aus Fehlern. Und auch nur aus Fehlern bist du besser. Das ist einfach so. Man wird nur aus Fehlern besser, man wird auch nur durch Übung besser. Das sind einfach so zwei Sprüche, die einfach wahr sind. Ja. Nur durch Übung und nur durch Fehler wirst du besser. Wenn du keinen Fehler machst, dann bist du Mr. Perfect, ja. Und Mr. Perfect sind nicht sehr beliebt. Ja. Außer auf dem Arbeitsmarkt vielleicht, aber selbst da kannst du dich unbeliebt machen, wenn du dich mit deinen Kollegen einfach nicht verstehst. Da kannst auch da der Mr. Perfect sein. So einen haben wir nämlich bei uns. Der meint auch, alles zu wissen. Ja, kommt aber absolut nicht mit Kollegen klar. Ja. Bringt dir dann auch nichts. Teamkollege, jetzt schon an der Box. Ich würde sagen, der wechselt auf Medium. Vettel auf der 3. Schickes Teamkollege. Alles klar. Ja, ich bin reifenschonender offenbar. Hat das Training eigentlich auch in dermaßen wieder nicht gezeigt. Kleiner Querschger drin. Man sollte versuchen, nicht gegenzulenken in dem Spiel, ist mir auch langsam aufgefallen, sondern versucht das mit dem Gas zu dosieren. Aus dem ganz einfachen Grund, hier sind zum Beispiel die Vorderräder wieder stärker belastet. Das bedeutet, ich kann hier meine Hinterräder ein bisschen mehr beanspruchen. Das heißt, ich reguliere die Querschgeher ganz einfach mit meinem Gas. Fahrer hinter mir. Okay. Ist nicht die Welt, Herr Hamilton. Nur eine 39.1. Rennstrategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Da
Ricciardo auch auf Medium unterwegs. Rosberg fährt eine 38,3. Schade, dass er bei dir geht. Mit welchen Reifen? Ganz leichte Korrekturen. Motor verschleißt noch nicht. Nur mein vorderer Linker, der fängt an zu verschleißen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Okay, nähern heißt bei dir noch zwei Runden. Bin jetzt fast 30 Runden auf den Reifen. Man sollte das Soft 20 schaffen. Der Supersoft knappe, na gut, der hätte auch mehr, 10 hätte er nicht. 4% bis 60, das sind 15 Runden. Ja, dann wird der Soft das schaffen, ja. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 32,7 Sekunden. Wie dem auch sei, ich habe einen Kommentar bekommen, dass ich meine Strategie einfach mal ändere. Quasi den weicheren Reifen zum Schluss fahre, also nicht den Medium zum Schluss, so wie mein Team das ursprünglich gedacht hatte, sondern hier in dem Fall den Soft oder so vielleicht sogar den Super Soft. Obwohl zweimal Super Soft möchte ich jetzt nicht mehr fahren. Was ich allerdings krass fand, war 5 Sekunden auf den Sauber aufzuholen, wo wir fast gleiche Reifen hatten. Das war viel. Das war erschreckend. Das fand ich zum Beispiel erschreckend. Und auch auf dem Button, das waren auch 4 Sekunden. Ja, was kostet hier ein Boxenstopp? Schwierig. Was kostet ihr ein Boxenstopp? 22? Ich glaube 22 Sekunden. Ja, holen wir uns dann noch ein Motor-Update für Russland raus. Auch mal kurze Frage in die Runde, also an euch. Wegen neuen Updates, weil da muss man jetzt echt mal so langsam sagen, ich dominiere ja jetzt schon den Schied. Ja gut, dominiere nicht. Ja. Aber das wäre ein Wunder, wenn ich das Ding hier gewinne. Rennstrategie. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Ich hoffe, dass ich den Helmut nochmal auf der Strecke überholen muss. Das ist aber richtige Politik da bei euch am grünen Tisch. Was das Spritniveau hier betrifft. Und auch das Reifenmanagement. Reifenzustand. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Reifenzustand. Ach, Reifenstatus. Oh. Reifenstatus. Der ist gar nicht eingetreten. Das ist ja der Medium. Das hört sich so komisch an. Aber das ist Tatsache so. 39,8. Das war ich die ganze Zeit schon. Ich bin nicht einmal 40er Zeiten gefahren. Ich merke nicht den Gripverlust. So, wir werden auf jeden Fall reinfahren. Ich werde es um keine Runde hinauszögern. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid.
21 Sekunden, das wird knapp, glaube ich. Entweder reicht das knapp oder nicht. Das könnte reichen, es muss aber nicht. Skatus Konkurrent. Max im Moment auf P5. Der Abstand beträgt 42,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,1. Ja, da habe ich gar nichts riskiert. Das hat man deutlich gespürt. Normalerweise bin ich ja wirklich jemand, der da fast am letzten Zacken bremst. Auch ist das Team so langsam. Ist das hier ein Sicherheitsboxsystem oder was? Ja, hallo Hamilton. Gut, ist an NASA beschäftigt. Mein Winkel passt jetzt für die Kurve gar nicht. So, wir werden Hamilton jetzt gleich überholen und dann ist das Ding hier unter normalen Bedingungen gelaufen. Sektor besser in der Mitte Teil schon. Diesmal habe ich deutlich später gebremst. Und der Mann hat trotzdem sau viel aufgeholt. Aber der hat nicht den Grip, um mir zu folgen. 0,7. Und 3%. Perfekt, das reicht bis Rennende. Das reicht, um das Ding bis zum Rennende nach Hause zu fahren. Ich habe jetzt die Sekunde rausgefahren. Trotzdem, wir haben noch so ein kleines Rivalenduell. Das steht auch noch auf der Agenda. Ja, Hamilton versucht mir zu folgen. 1,2. Skatus Teamkollege. Thomas, momentan auf P4. Okay, Abstand zum Teamkollegen 10,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,38,8. Das heißt, er ist auf den 9 Mediums eine Sekunde schneller gefahren als ich mit meinem alten. Dingern. Das ist ja fast gar nichts. Zwei Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,7 Sekunden. Fahrer hinter mir. Okay, 1,4 Sekunden langsamer. Das ist eine Ansage, das ist eine Ansage. Okay, ich bin aber gespannt auf Russland, das kann anders aussehen wieder.
Das kann deutlich anders wieder aussehen. Also ich erinnere mich da echt noch an mein erstes Rennen der ersten Saison. Das war so Katastrophe. Da habe ich rumgeraged bis zum geht nicht mehr. Mal schauen, wie das jetzt eine Saison und ein paar Monate später aussieht. Weil dazwischendurch bin ich Russland eigentlich nur in höchstens im Livestream gefahren. Höchstens, ja. Aber die Reifen haben doch mehr Grip. Das spürt man. 37,3. So, was kann man denn jetzt? Ich bin gerade überlegen, was kann man euch erzählen? Momentan gibt es bei mir nicht viel zu erzählen. Das ist so. Das ist momentan mein Problem. Weil das ist das allgemeine Problem, wie gesagt, wenn. Das habe ich glaube ich in den letzten Rennen auch schon gesagt. Wenn ich die Parts knallhart gesagt immer hintereinander aufnehme, von Tag zu Tag zu Tag, dann ist es sehr, sehr schwierig, immer ein Thema zu haben. Also ein Thema über 1,5 Stunden zu erzählen, das ist fast gar nicht möglich. Ja? Deswegen nehme ich mir zum Beispiel den Kommentar von dem Jonas Rust. Ja. Und erzähle Reifenregel. Alte Reifenregel, das war ja das mit den 2 Reifenmischungen. Wo, glaube ich, auch 13 oder 14 zur Verfügung standen von Pirelli. Und die neue Reifenregel ist das jetzt mit den 3 Reifensätzen. Ja, dass Pirelli quasi 3 Reifensätze an einem Rennwochenende mitnimmt und die Teams können quasi frei entscheiden, wie viel sie von jedem haben wollen, wie sie es auch einsetzen wollen für das gesamte Rennwochenende. Nur ich glaube, 3 Reifensätze sind verpflichtend. Das ist der für Q3. Wenn man nicht ins Q3 kommt, dann bekommt man den eigentlich fürs Rennen. Das war die alte Regel. Das war die Regel noch vom letzten Jahr. Ich glaube, die gibt es immer noch. Ich glaube, die haben sie nicht rausgenommen. Und 2 fürs Rennen sind verpflichtend. Das ist einmal der härteste. Und ja, die 2 härtesten eigentlich. Genau, die sind verpflichtend noch. Die können aber, weil die sind fest vorgeschrieben von Pirelli. Da haben die Teams keinen Einfluss drauf. Also man hat immer 1 Reifen von jeder Mischung. Und der Rest ist quasi den Teams freigestellt. Das heißt, man kann quasi 10 Reifen bestimmen. 10 Reifen bestimmen, die man gerne haben möchte. Das ist die neue Regel. Die neue Regel, die gibt natürlich so ein bisschen mehr Spielraum in Sachen Strategie. Aber es spielt sich in meinen Augen einfach noch mehr in der Boxengasse ab. Diese Kombination, was ich interessanter finden würde, ist, wir belassen es bei den 3 Reifenmischungen und wir machen wieder mal Nachtanken in der Boxengasse. Nachtanken hat einfach den Grund, dass du den Undercut, einfach nicht mehr viel bringt. Ja, da wird es ein bisschen rennspannender. Man muss am Anfang sagen, so und so viel Benzin nehme ich mit. Und so lange hält der Reifen. Man sucht eigentlich den Kompromiss. Ja, man rechnet trotzdem die schnellstmögliche Strategie aus. Nur was dabei hinzukommt, wenn ich den härtesten Reifen nehme, dann muss ich mehr Benzin mitnehmen. Ja, das heißt, ich gehe auch länger in der Boxengasse. Das bedeutet, man ist eigentlich wieder da, wo man eigentlich hin möchte, beziehungsweise wo ich die Formel 1 gerne hinsehen möchte, dass die Fahrer, dass den Wagen wieder ein bisschen mehr Einzelne mitbewegen. Ja, das ist so ein bisschen, was mir einfach fehlt. Und wenn du halt immer einen leeren Wagen hast, dann bist du so dermaßen gezwungen,
das Auto ein bisschen mehr ins Limit zu bewegen und die Motoren werden mehr beansprucht. Wie auch Stefan darüber hier so ein bisschen gesagt hat, das war jetzt eher so eine Ära, wo es wirklich um Sparen ging. Ja, Motoren sparen. Standfestigkeit ist da das große Zauberwort eigentlich. Und das mögen wir Fans eigentlich so gar nicht. Standfestigkeit, klar, auf der einen Seite gut, dass man sowas natürlich versucht einzuführen aus Kostengründen für die kleinen Teams. Nur es, in meinen Augen, da leidet der Sport dann doch, oder hat der Sport drunter gelitten. Ja? Es heißt ja mittlerweile auch immer nur die Show Formel 1. Finde ich so ein bisschen schade. Früher war die Show eine andere. Früher war die Show am Limit fahren, ja. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 23,8 Sekunden. Ich schaue mir auch Nesca zum Beispiel nicht an, wenn ich genau weiß. Da passiert nichts, ja. Also Nesca schaut man sich eigentlich nur an, wenn man die Autos crashen sehen will. Bei mir ist ja eigentlich so gesehen die Nesca-Serie fast gar nichts, ja. Auf engem Raum 60, 70 Autos. Keine Ahnung, wie viel sind es, weil es geschätzt. Ja, hintereinander in der Perlenkette, zu dritt durch eine Kurve fahren. Ovalkurs, ja. Was man da wohl erreichen möchte, ist eindeutig, ja. Aber es ist so gesehen immer eine andere Herausforderung. Und du kannst zum Beispiel auch nicht einen Hamilton in ein Esker-Auto reinstecken und der fährt da vorne mit. Keine Chance. Ja. Und auch die MotoGP, ja. Rennen auf zwei Rädern. Geil umgesetzt. Der Abstand zum Hintermann beträgt 8,6 Sekunden. Da geht's auch nicht um Schonen. Da fahren die mal zu zweit durch eine Kurve, weil es einfach möglich ist. Weil die ja vielleicht auch den nötigen Grip haben. Ja. Die Formel 1-Wagen einfach nicht hat. Die Autos sind einfach so sehr auf Perfektion abgestimmt. Also Perfektion, wenn ich alleine fahre. So wie jetzt. Ohne verwirbelte Luft oder desgleichen. Man sucht sich da nicht mehr den Kompromiss. Weil es gibt ja das schöne DRS. Das macht man auf. Man hat so einen schönen Knopf, der heißt KERS. Früher hieß der KERS. Energierückgewinnungssystem. Ne, kinetische Energierückgewinnungssystem. Das war es ja mit dem KERS. Und ERS ist ja nur Ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Drückst du einen Knopf und fertig. Sag mal so, zwischen oder gegen KERS und ERS war ich nie eigentlich dagegen. Weil das hatten alle. Früher war das, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, 2000 und wann wurde das eingeführt? 10? Da sind es eigentlich nur die ganzen Top-Teams. Ja, Mercedes, Ferrari, ich glaube, Red Bull sogar auch. Ich glaube, drei oder vier Teams hatten das nur. Und die anderen Teams hatten es einfach nicht. Das war nicht, auch nicht schön. Also so 2009 war noch geil. Ab 2010 eigentlich auch noch. Aber dann hat es in meinen Augen da aus dem Sport, wo dann eigentlich mehr die Show. 2009, 2010 sind so zwei Saisons für mich stark an der Kippe. Aber danach kommt so für mich der Einbruch. Also 2011, 2012, obwohl 2012 auch nicht schlecht war mit dem Dreikampf. Ne, der war 2010. 2012 hieß es ja Alonso gegen Vettel, das war auch noch schön. 2011 war Dominanz pur, aber nicht so eine Dominanz, wie wir sie jetzt haben mit Mercedes. Aber die Dominanz finde ich eigentlich am schlimmsten momentan. Die Reifen ist ja dicke locker durch. Aber die Dominanz, die wir jetzt haben, finde ich eigentlich am schlimmsten. Wie gesagt, so drei oder vier Teams. Lasst sie um den Sieg mitkämpfen. Das wäre so geil. Ja, und am Anfang des Jahres denkt man da so. Führt man dann Änderungen ein, die komplett hirnrissig sind. Hirnrissigste Idee: Qualify-Modus ändern. Das. Was eigentlich nie in meinen Augen das Problem ist, ist das Qualifying. Ganz im Gegenteil. Das Qualifying ist ja noch eigentlich das Geilste. Ja. Aber nein, man meint natürlich da, Schrauben verändern zu können, wo man es eigentlich gar nicht nötig hat. Ja, das kommt auch noch leider noch hinzu.
Ich glaube, das Teamkollege. Alles klar. Genauso wie auch Eggestone am Rennformat was ändern möchte. Ich glaube 90 Minuten, ja. Führen wir mal zwei Sprintrennen aller 40 Minuten ein. Hirnrissig. Ja. Weil, welcher normale Fan beschwert sich über die Renndauer? Ich nicht. Ich nicht. Ein Fußballspiel geht auch 90 Minuten. Da ist halt nur eine Pause von der Viertelstunde drin. Ja. Die wir als Zuschauer auch nicht gerne sehen möchten, ja. Weil da wird ja meistens analysiert. Die erste Hälfte. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem, wie gesagt, in meinen Augen ganz woanders. Ganz woanders. Eggestone hat ja auch mal was in den Raum geworfen, dass quasi die großen Teams eigentlich nur da sind, um Geld einzusacken. Ja. Hier geht es gar nicht um die Gleichberechtigung, sondern nur ums Marketing und ums Geld. Hat der irgendwo natürlich recht. Da gebe ich ihm recht. Weil es ist irgendwo so. Die Marken, die wollen vorne sein. Ja. Die Marken, die einfach das große Budget haben, denen ist das wurscht. Aber trotzdem macht dann komischerweise Mercedes ein dickes, fettes Minus von 20 Millionen. Das passt dann auch nicht so ganz zusammen. Also irgendwo stimmt die Aussage schon. Aus Marketinggründen kann man dann natürlich sagen, hey, wir sind Weltmeister in der Formel 1, kauft einen Mercedes. Ja. Das hat natürlich schon irgendwo, ja, Einfluss, weil Formel 1, wenn man sich Nachrichten anschaut, ist das zweite Thema nach Fußball, was ausgestrahlt wird. Ich hoffe mal für meinen Teamkollegen, dass der Ricciardo nochmal abbiegt. Wenig Action gerade hier. Zwei Fahrzeuge ausgeschieden, Werland und Hülkenberg. Also Kernprobleme sind bei mir was anderes. Kernprobleme, das größte Kernproblem ist eigentlich, die Autos sehen so langsam aus. Ja, auf den Fernsehbildern. Das hat ja beim Button kritisiert. Dass man, dass er, ja, das quasi das TV-Team darauf gepicht ist, eigentlich meistens nur die Sponsoren. Oder dass man die Sponsoren am besten sieht, zu zeigen. Ja. Hauptsache, man sieht die Sponsoren. Hauptsache, man sieht oben DHL, Rolex. Ja. Früher war es ja auch anders. Ja. Früher war es dahingehend auch besser, ja. Da war quasi jeder Fernsehsender, also Sky, RTL und ich nehme jetzt auch noch der ORF, mit dazu hatten quasi ihr eigenes Team vor Ort und konnten quasi so gesehen das Rennen für sich selber schalten. Geil! War einfach nur geil! Du konntest quasi drei Fernsehsender eigentlich zuschauen und im besten Fall hatte jedes Programm dir ein anderes Bild gezeigt. Und mittlerweile ist es ja alles einheitlich. Weil die Eggestone das so möchte. Weil es auch eine Kostensache ist. Ja, und ich will der Eggestone sie auch noch bezahlen lassen. Von den ganzen Fernsehsendern. Die drei genannten. Und dafür müssen die quasi, aber sie müssen quasi darauf eingehen, dass sie das zeigen, was der Eggestone will. Ja. Ist auch irgendwo hirnrissig. Ich zahle für ein Produkt und kann nicht selber bestimmen, was ich zeigen möchte. Außer RTL, die kann irgendwann die Werbung dann einblenden, so wie es gerade passt. Aber klar, irgendwo kostet natürlich auch dann wieder das Team dahin zu fahren. Wahrscheinlich ist das noch ein Team aus 50 oder 100 Leuten, weil du die Kabel und so weiter verlegen musst. Das vergessen ja auch immer viele, das kommt da auch noch hinzu. Auf und ab, ab, auf und ab. Auf und ab bauen. Bauen war mein Wort. Das muss ja dann auch irgendwie finanziert werden.
Das ist auch etwas, was ja Kimi aus dem Rennen, okay. Scheiße. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Fahr hinter mir. Hamilton hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 12,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 38,7. Ich nehme aber den Super Soft. Scheiße gerade, also Safety Car kommt mir gar nicht entgegen. Okay, Hamilton fährt weiter. Losfahren, losfahren. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Vor Ricciardo, das ist wichtig. Ja, die sind frisch, habe ich richtig in Erinnerung. Okay. Das Rennen ist noch nicht gelaufen. Kimi, danke für das Safety Car. Für das Zweite in diesem Rennen. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Aber er biegt nicht ab. Na gut, was bleibt mir anderes übrig, ne? Obwohl, wenn ich Hamilton wäre, wäre ich auf die Supersoft gegangen und dann hätte ich es drauf ankommen lassen. Okay, Benzin werde ich jetzt nicht mal sparen. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,51,5. Warum bin ich jetzt eigentlich abgebogen, wenn jetzt einige fragen? Aus dem ganz einfachen Grund. Ich fahre lieber hinter Hamilton jetzt. Hab deutlich frischere und bessere Reifen, als einen Hamilton im Nacken zu haben und nicht ganz genau zu wissen, welches die besseren Reifen. Ganz einfach. Und wenn er jetzt auf Supersoft gewechselt wäre und ich nicht, dann hätte er die Trumpfkarte. Und er hätte dann reagieren können. So müsst ihr weiterdenken. Den Ricciardo musst du ausklammern, ja. Teilweise kommt mir das Safety Car viel zu oft raus. Das ist auch ein kleines Manko, was ich dem Spiel echt ankreide. Safety Car viel zu oft. Mein Mutter hat schon Verschleißspuren. Mein Chef hat mir wieder nichts gesagt. Mein Chef, das geht gar nicht so, mein Liebling. Da müssen wir was dran ändern. Und wenn ihr das gehört habt, schreibt jetzt Hashtag Lieblingschef in die Kommentare. Bitte. Ja, ich war eigentlich bei Ecclestone und so weiter stehen geblieben. Jetzt kommt ja noch meine letzten 5 Runden Rennaction auf. Während mein Länder halt 4-mal schon draußen. Das gibt's in der echten Formel 1 gar nicht mehr. Also wenn er rauskommt, dann schon, da muss schon was Schlimmes passiert sein. Weil vieles löst man ja mittlerweile wirklich mit dem virtuellen Safety Car. Scoutes Teamkollege. Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Scoutes Teamkollege, habe ich gesagt, Chef. Weißt du was? Mach Feierabend. Verstanden. Weiche Reifen beim nächsten Boxenstopp. Geil wäre es gewesen, wenn das jetzt verstanden hätte. Mach Feierabend. Chef sei leise. Geil gewesen. Oder mein Bauch. Das wäre auch ein geiles Easter Egg. Mach Feierabend. Ja, ich bin weg. Chef sei leise. Hätte was. Hätte auf jeden Fall was. Safety Car fährt noch eine Runde. Der Magnus ist nicht auf der 4. Der Palmer auch nicht. Die sind beide nicht in der gleichen Runde wie wir. Also viel überrundet habe ich eigentlich auch nicht. Na gut, wie soll man auch überrunden, wenn jedes Mal das Safety Car rauskommt, das Feld wieder zusammenschiebt und ja. Überrundungen sind rar geworden. Streng genommen.
Stratos Konkurrent. Max ist momentan auf P4. Der Unterschied beträgt 4,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,4. Das Kuschel doch nicht so stark, wie ich mir das gedacht hätte oder gewünscht hätte. Ich wollte gerade nach Rosberg fragen, aber ich kann es ja nicht fragen. So, kein blutiger Anfängerfehler, wie ich das schon mal hinbekommen habe, hinten drauf zu rasseln. Theorie müsste ich sogar sparen, ja. Tor gegen Max sollte ich in jeder Kategorie punkten können. Damit ist das Rivalen-Duell dann auch gewonnen. Ich habe eine Frage bekommen, ob man noch Teamangebote bekommen kann. Ja, kann man. Entweder Mitte der Saison oder am Ende der Saison. Ich glaube, nur von denen bekommst du nur von den Teams Angebote, wo du den Rivalen geschlagen hast. Ich glaube, da bekommst du dann Angebote. So, Safety Cup bitte abbiegen. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt noch eine Runde fährst. Safety Car fährt los. Geschwindigkeit halten. Ist auch in echt, glaube ich, so. Also es ist echt übernommen worden. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zum nächsten Safety Car nicht. Albin, soll ich ein bisschen nachhelfen? So. Hallo Fans. 120. Ich könnte mit meinem normalen Pickup mit 140 vorbeirauschen. Das ist kein Problem. Interessant, er gibt sofort Gas. Der ist natürlich jetzt noch nicht aktiviert. Ja, kann ich deutlich engere Linie fahren. Bin mal gespannt, wie lange Codemasters das da mal braucht, um da die KI mal richtig fit zu machen. Für die Kurve. So, ich bin mal gespannt, um wie viel ich schneller fahren kann. Als Hamilton. So, auf den Reifen muss ich jetzt nicht mehr aufpassen. Alter, was ich dem drauf gebe gerade. Heftig. Okay, mein Teamkollege ist deutlich zurückgefallen. Gut, das sind auch alles noch Überrundungen dazwischen. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute. 3 Sekunden. 7. 3 Sekunden. Bei circa gleich starkem Auto. Da hätten wir auch zweimal soft, super soft fahren können.
Aber Ricciardo holt wieder wichtige 15 Punkte. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Alter, ich sehe den gar nicht mehr. Wo sind denn die? Was hatte ich denn vor dem Boxenstopp an Vorsprung? Ricciardo auf der 2. Hat den Hamilton überholt, Hamilton kontert. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ricciardos Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,47,7. Heftig. Ja klar, weil die ganze Zeit überrunden müssen. Das ist halt das Problem, wenn der Synthetiker sehr spät rauskommt. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Reicht. Wir fahren ja nur noch zwei. Und mit zwei Synthetiker-Phasen hätte ich jetzt hier nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Ein paar Rennen hinter mir. Ricciardo hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 7,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,3. 39,3? Boah, aus der Welt, ne. Sagt ja schon in der Formel 1 eine halbe Sekunde ist in der Welt. Was sind dann 3 Sekunden? Im Universum? Ja, man merkt, dass die Rundenzeiten abbauen bei den Reifen. Boah, Ricciardo könnte Schkacker zweiter werden. Rosberg 3! Der hätte mal Probleme mit dem Wagen. Oh, Hamilton hat das Siebtiger gar nichts gebracht. Da ist er nur geschadet. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh, ist der abgebogen. Da ist jemand in die Boxengasse abgebogen. Aber nicht in der letzten Runde, Hamilton. Das schaffst du auch noch. Letzte Runde hätte ich nicht gedacht. Nach dem Fauxpas in Kurve 1. Da habe ich den Sieg halb abgeschrieben. Und was ist? Wir gewinnen das zweite Rennen in Folge, in Serie. Konkurrenz, wo bist du geblieben? Ich fahre auf Ultimate. Ich muss als Randnotiz. Also ich habe hier nicht runtergestellt. Es ist Ultimate. Es ist wirklich Ultimate. Es ist krass. Ich kam eine Saison vorher nur mit Legende klar und jetzt bin ich bei Ultimate angekommen und vielleicht sogar schon halb drüber. Aber das könnt ihr gerne ihr entscheiden. Letzte Kurve, das ist der Sieg! Yes, baby! Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch! Haas hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit Haas an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team, hier bei diesem tollen Grand Prix als Sieger hervorzugehen.
sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nach dieser tollen Leistung hat es an der Spitze einen Führungswechsel gegeben. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Vermutlich Carlos Sainz. Einfach ein starkes Tempo und eine ausgeklügelte Strategie. Ein durch und durch komplettes Rennen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Haas hat die Führung in der Rangliste übernommen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1-Saison dabei sind. Mit 4 Boxenstops gewinne ich diesen großen Preis von China. Dahinter eigentlich der ehemalige WM-Führende Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel, starker Dritter, dann noch den Rosberg bekommen, der am Ende Vierter wurde. Perez auf der 5, Max Verstappen wieder nur 6er, Bottas auf der 7, auch großartig. Perez von 13 von auf die 5, Verstappen von 11 auf die 6 und Bottas von 12 auf die 7. Sehr enttäuschend dagegen mein Teamkollege, da ging die Strategie nicht auf mit 2x Medium, am Ende nur auf 8. Schade, da war mehr drin. Massa auf der 9 und Carlos Sainz auf der 10. Da sehe ich jetzt richtig, dass ein Hamilton in der letzten Runde abgewogen ist. Yo, der ist nämlich nur 13. geworden und ausgeschieden sind 3 Fahrer. Raikkonen, Hülkenberg und Pascal Wehrlein. Hier der Beweis, das ist Ultimate. Und damit kommen wir zum Fazit, zur Schulnote und zu den Highlights des großen Preises von China. Jo, 2 Safety-Car-Phasen und eine virtuelle Safety-Car-Phase. Also alles, was man sich eigentlich ja wünschen kann als Zuschauer, ist eingetreten. Was ich mir natürlich nicht gewünscht habe, ist diese erste schöne Scheißkurve mit Lewis Hamilton. Der war irgendwie Dauergast, ja, im gesamten Rennen. Mit dem haben wir uns duelliert, Rad an Rad, Flügel an Flügel, Kopf an Kopf, Bremse um Bremse. Das war schön. Also der scheint hier irgendwie mein Gegner zu werden in dieser Saison, in diesem Ableger. Denn er ist deutlich stärker als Nico Rosberg. Zum Start brauche ich eigentlich nicht mehr viel sagen, der ist soweit abgearbeitet. Überraschenderweise fand ich eher, dass ich bis auf Position 1 hätte vorfahren können. Ohne diesen Frontflügelschaden. Das ist das Negativ-Highlight. Das Positiv-Highlight, die Schulnote. Was gibt man mir? Eine 1 ist es auf keinen Fall. Wenn es eine 1 gewesen wäre, dann hätte ich das von Anfang bis Ende führen müssen. Das war nicht der Fall. Ich hatte halt einfach wieder mal Glück, dass die 2 Safety-Car-Phasen, beziehungsweise eine davon, hat mir sehr viel gebracht. Die andere war nochmal ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, fahrerisch war das eine Top-Leistung, bis auf Kurve 1 war da eigentlich alles drin, sonst keine Fahrfehler. Die Pace war vorhanden, sowohl auf dem Medium, wir haben unseren Teamkollegen geschlagen, wir haben Max Verstappen geschlagen und wir haben sogar Lewis Hamilton geschlagen. Also unterm Strich würde ich mir persönlich selber die Note 2 geben, nicht die 1 aus bekannten Gründen Kurve 1, weil das darf einem nicht passieren. Hier nochmal von oben, von der Vogelperspektive, den Anfang des großen Preises von China. Und dann räumen wir auch mal gleich auf hier. Da sind so wenige Vorfälle passiert, man glaubt es gar nicht. Also die wichtigsten Vorfälle, ja, war eigentlich die Aktion, die Ausfälle. Dann hatte ich noch eine Situation gesehen in der Boxengasse, oder vor der Boxengasse eher gesagt. Und dann hatte ich noch ein paar schöne Überholmanöver von der KI beobachtet. Auch von Max Verstappen ist eins dabei. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und mit was hat es angefangen? Eigentlich mit Kurve 1, aber da wir das schon so oft jetzt gesehen haben, dass da die Teile geflogen sind, springen wir mal zu den Überholversuchen, beziehungsweise zu den nicht Versuchen, sondern zu den Überholmanövern, die geglückt sind. Ich habe die jetzt mal hier alle nacheinander aufgelistet. Erst kam der NASA, dann kam der Ericsson mit dem Magnussen. Ich glaube, dann kam Kwiat und der Palmer, die ja übrigens auf Medium unterwegs waren, weswegen ich da teilweise 5 Sekunden aufgeholt habe. Weiter ging es dann mit Alonso, oder, ne, das war Button, glaube ich. Wehrlein, da ging es ja weiter, da hatten wir auch ein kleines, eine kleine Rad-an-Rad-Berührung hier nämlich. Dann kam, glaube ich, ganz schnell der Motorschaden von Pascal Wehrlein. Und achtet mal darauf, wie er reagiert und wie ich reagiere und warum ich so reagiert habe. Denn hier fährt er noch geradeaus, dann sieht er, dass ich da bin. Und ich lenke deswegen nicht ein, genau deswegen, weil er kreuzt
oder er sticht quasi rein. Ich habe es ja gesehen, dass er da reingestochen oder reinstechen wollte. Deswegen lenke ich ihn nicht ein. Einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Ich habe es nämlich realisiert, der Wehrlein schaltet aus. Ja, dadurch kam die Safety-Car-Phase und dadurch sind alle vor uns in die Boxengasse abgebogen und so konnten wir unseren Teamkollegen wieder überholen. Nachdem die Safety-Car-Phase vorbei war, waren dann wieder die beiden Renaults vor uns, da wir ja auch in der Boxengasse abgebogen sind. Und was war da mit Palmer los? Erst gibt er mir die Tür offen, oder erst macht er mir die Tür auf und dann schlicht der Eskalt da rein, obwohl die Tür sperrenweit zu ist. Jo, da muss man auch mal irgendwann nachgeben. Ja, dann begangen... Da begangen wir die Wollmanöver gegen den Toro Rosso. Eine Runde später dann gegen den Felipe Massa. Währenddessen hat dann auch Hamilton die Führung übernommen. Da springen wir nämlich auch mal ganz kurz nach vorne. Bitteschön. Da war Kimi auf den Softreifen unterwegs und Hamilton auch. Weiter hinten gab es auch mal schöne Verbremse. Also die KI verbremst sich auch auf Ultimate. Setzt sie unter Druck und die verbremst sich bei Ende von langen Geraden. Das Überholmanöver von Max Verstappen ist dieses hier gegen den Sauber und gegen den Renault. Das könnte ich irgendwo sein. Er überholt nämlich zwei Fahrzeuge in einer Kurve. Danach gab es eine Szene vor der Boxengasse. Und zwar kam sich da ein Ericsson und ich glaube ein Magnussen mal sehr, sehr nah. Dass da der Reifen nicht hochgegangen ist, gibt mir ein Wunder. Zack! Ein kleines Missverständnis. Ericsson, der wollte in die Boxengasse abbiegen, doch da war dann leider ein Renault im Weg. Ja, dann kam der Angriff gegen Lewis Hamilton und die Berührungen. Hier sieht man es, er berührt mich hinten. Dadurch geht ganz kurz die Tür auf für ihn. Dadurch ist er wieder vorbei und da habe ich mir gedacht, Lunge, was du kannst, kann ich auch. Die fahre ich auch mal ganz kurz hinten drauf. Ich würde sagen, hier schenken wir uns beide einfach gar nichts. Man sieht es aus der Onboard von Hamilton. Da gibt er mir einen Schlag, dadurch geht mein Wagen quer, dadurch ist rechts die Tür offen, sonst wäre die ja gar nicht offen gewesen. Die habe ich ja noch ein bisschen zugelassen. Und dann die nächste Kurve, was du kannst, das kann ich auch. Bitteschön. Also ich würde sagen, von beiden nicht gerade fair, aber ich denke mal, so war das gelöst. So habe ich meine Position wieder erobert. Der nächste Motorschaden bei Nico Hülkenberg, was die virtuelle Safety-Car-Phase ausgelöst hat. Jo, zwei Ferraris am Ende lang geraten und einer verbremst sich. Ich wollte es euch nur mal demonstrieren. Motorschaden auch bei Kimi Räikkönen, der dann die zweite Safety-Car-Phase ausgelöst hat. Super, habe ich mir nur gedacht. Habt ihr euch auch gedacht? Da kommt aber Spannung auf. Wir wechselten von den Mediums auf die Supersoft-Reifen. Währenddessen hat dann wieder mal Lewis Hamilton die Führung übernommen. Daniel Ricciardo, da fehlte nicht viel, denn der war schon auf Start und Ziel. Nach dem Restart, erste Kurve mit deutlich mehr Grip innen reingeschochen und eiskalt vorbeigezogen. Da hatte Hamilton einfach keine Chance. Ja, dann wurde Hamilton noch durchgereicht und tatsächlich, er ist die letzte Runde in die Boxengasse abgewogen. Ich wollte es euch nur mal zeigen, diesen sogenannten Boxenstop-Bug, den wir ja im F1 2015 gesehen haben, den gibt es tatsächlich hier auch noch, sprich, man hat diese fehlerhafte Komponente auch hier in 2016 beibehalten. Danke. Danke dafür, Codemasters, das hättet ihr euch eigentlich sparen können. Dann kam die Zieldurchfahrt von mir und auch wirklich Sebastian Vettel hat nochmal den Nico Rosberg bekommen in der letzten langen Geraden. Weil letzte DRS-Möglichkeit. Man sieht es nämlich hier ganz schön und deutlich. Wir kommen zur Fahrer-WM. Yo, damit gehen wir ganz oben in der Fahrer-WM. Warum? Weil wir zwei Rennsiege haben im Vergleich zu Daniel Ricciardo. Punktgleich mit dem coolen Australier. Dann Sebastian Vettel auf der 3 mit 5 Punkten Rückstand. Dann kommt Rosberg mit 36 und Hamilton und Räikkönen schon ein bisschen abgeschlagen. Da fehlt schon fast ein Rennsieg. Romain Grosjean bleibt auf der 7, kann Verstappen hinter sich halten. Perez springt nach vorne wie ein Pferd auf die 9 und Bottas auf die 10. Massa hat er damit eingeholt in Sachen Punkte. Sainz auch mit dem 10. Platz ein Punkt vor Button, der ab da die Rangliste der Punktlosen anführt. Die Konstrukteursmeisterschaft. Wir führen mit 2 Punkten Vorsprung vor
Ferrari und Red Bull, Mercedes auf Position 4 mit 7 Punkten Rückstand. Das ist spannend wie eh und je. Force India auf 5 mit 17 und Williams auf der 6 mit 12 Punkten. Toro Rosso auf der 7, da wo sie vorher auch waren. Punktlos noch überraschend der McLaren Honda. Wir kommen zu den Ressourcenpunkten. Das war einfach nur ein blitzsauberes Rennen. Eine zugezogene Strafe. Das ist bestimmt die Verwarnung gegen Hamilton gewesen. Die Bonuspunkte schreibe ich auch sehr gerne ein. Und das haben wir doch eigentlich doch locker gewonnen. Da müsste ich überall eigentlich den Haken haben. Und so ist es auch. Die Realität haben wir mal gewonnen. Das sah am Anfang noch anders aus. Da klettern wir auch wieder nach vorne. Ziel erreicht, Grosjean geschlagen, auch erreicht, Rivalität geschafft und die Fahrermeisterschaft auch Pluspunkte. Also das hätte nicht besser laufen können. Wir haben eine Voicemail. Ich bin gespannt, ihr auch? Hey, ich bin's. Ich komme gerade aus einer Besprechung mit den Abteilungsleitern. Ein Thema war deine Leistung und sie sind sehr zufrieden. Sehr gut, aber jetzt nicht nachlassen, okay? Auf keinen Fall lassen wir nach. Okay, mehr wollte sie mir gar nicht bekannt geben. Keine neuen Verträge diesbezüglich. Wir haben das Rivalen-Update gewonnen. Beim nächsten Mal kriegen wir dann noch den Motor spendiert. Und da würde ich einfach mal sagen, da springen wir jetzt ganz einfach mal hin. Hey, cool dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Das nächste Motoren-Update aus Bosch-Stufe 4. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Und ab hier würde ich einfach mal sagen, wir lassen mal die Forschung sein. Weil wir führen haushoch. Und das würde ich sagen, jetzt ab hier machen wir einen Cut mit der Forschung und Entwicklung. Das heißt, wir sammeln Punkte, bis Mercedes, Red Bull und Ferrari ein bisschen aufgestoßen haben. Damit das Let's Play natürlich auch noch ein bisschen spannend bleibt. Wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat die Aufholjagd gefallen. Von 22 auf die 1. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ich bedanke mich für das Zusehen, für Kommentare schreiben, auch für Likes. Immer wieder gerne. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2016.